ziehen wir uns das Video von Coin Concept, absoluter Ehrenbruder, rein. Viel Spaß dabei. Let's go! Perfekt, mal wieder. Es geht schon wieder absolut beschissen los, Mann. Aufstehen, ihr F***en! Guten Morgen, es ist wieder soweit. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist schon lange. Papa Intro. Hat jemand einfach Ronny Bergers Gitarre geklaut? Nein, Bruder, Purple Dreams Kuss. Ich kenne einen guten Käufer, Bro. Wer denn? Ey, ich höre die Schüsse komplett woanders. Okay, ich raste aus. Sag bitte nicht, dass du Headset falsch rum aufhast. Bitte nicht, bitte nicht. Der Drop Low, die von Free ist. Hä? Bei Gott, Isa. Ist Warum? Uns der Fortschritt zu Kopf gestiegen? Nein, nein, du musst den hier. Hello. Bösen. Der Perverse, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, ich bin so froh, dass es davon keinen Clip von mir gibt. Also nicht, dass ich. Naja. Genau. Das ist ein Wahlergebnis, was sich jeder anders gewünscht hätte, auch ich selbst. Niemand hat sich das anders gewünscht. Wir sind richtig froh, dass Armin Laschet hoffentlich nicht unser Kanzler wird. Der Armin hat es jetzt ganz schwer, weil alle um ihn rum sagen, dass er vielleicht einfach mal aufhören sollte und sich eingestehen sollte, dass es nicht geklappt hat für Armin. Nicht geklappt hat für Armin. Das sieht Laschet anders. Inscope, wenn er wieder eine neue blonde Influencerin sieht, die Interesse zeigt. Oh mein Gott! So, jetzt aber Frankreich, RM. Das macht er nicht immer noch, oder? Bruder, das kann der doch nicht immer noch machen. Guck mal, man ist weg und er macht immer noch diese Scheiße. Sehen Sie im Gesicht was richtig Linkes. FIFA, kaum ein Videospiel ist so beliebt wie dieses. Ja, scheiß drauf, Digga. Das scheiß einfach auf das Game. Und es spielen nicht nur Jugendliche. Der Hype geht mittlerweile sogar so weit, dass man den besten Gamern beim Spielen zuschauen kann. Einer der bekanntesten ist Trimax. Sogenannte In-Game-Käufe sind bei Videospielen inzwischen nicht mehr. Was sind das für eine Doku, Digga? Unüblich. WTF, ich habe zwar gute Spieler gezogen und ein stabiles Team und viele Coins, aber es hat auch 17.000 Euro gekostet. Wie da im Hintergrund einfach wieder Everybody läuft. Das ist sehr viel Geld. Man kauft ein Päckchen und hofft beim Öffnen darauf, möglichst gute Spieler im Paket zu haben. Scheiße! Mutterdelle! Oh mein Gott! Oh. Nein, nein, nein! Oh, da war Schäden sauer. Angenommen, man würde eine Lösung finden und man sagt, okay, du kannst meine Clips verwenden und gib mir check mir einmal im Monat 100 Subs, 200 Subs. Wenn das dann aber jeder YouTuber, Twitch-Streamer sagen würde, obwohl es eigentlich sein Recht ist, dann hätte der Kanalbetreiber, in dem Fall Hungriger Huso und so, am Ende hätten die ja gar keinen Cash mehr. Hungriger Huso. In der Tasche. Und glaube es mir, ich würde... In meinen Augen immer noch, also das sage ich jetzt so, wie es ist und das sage ich nicht, um mich einzuschleimen. Kein Konzept, bigger than Hungriger Hugo. Ich würde behaupten, wenn die Jungs damit kein Geld verdienen würden, dann würden sie den Kanal auch nicht machen. Hobby hin, Hobby her. Und YouTube dachte sich so, let's find out. Und wie sieht es bei Monte aus? 205 BTC. Hätte ich 205 BTC, würde ich hier nicht sitzen und streamen, Digga. Okay, ehrenlos. Wenn die Jungs damit kein Geld verdienen würden, dann würden sie den Kanal auch nicht machen. You come around, yeah. Ich hab noch die Originaldatei. So wie in den letzten drei Wochen? Okay. Bruder, hier musste ich das Video pausieren, weil ich wusste, alles darüber hinaus sprengt den Rahmen, Bruder. Er hat so ein bisschen Fuckboy-Augen. Bei dem Bild würde ich denken, er ist minderjährig, deswegen Smash. Was spielt sie da? Kein Problem. Man hört keinen Bass bei diesem Lied, oder? Hört ihr Bass bei dem Lied? Everybody having paper, ain't nobody greedy. That is in the room, I deny and they cannot eat. Ich schwör, mein Auto, wenn ich das Lied an meinem Auto anmache, mein Auto explodiert. Das liegt daran, dass der Bass einfach zu tief ist, Bruder. Das hier, dieses Geräusch, erinnert mich immer an Fishing Frenzy. Auf dem Merkur, auf dem Vierer. 10 Linien. Hör auf mit der Scheiße. Da hat er immer nur die 40 Euro Fische gegangen.
Wie kann man so süchtig sein? Den habe ich mir auch aufgespart. Graffiti-Film von Paradox zwischen Lebensgefahr und Spiri... Digga, kann ich das Wort wieder nicht aussprechen? Spiritualität. Haki, Kostinger. Weintornado. Mashallah, die Traumfrau, Digga. Also wirklich, da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich extrem traurig, dass ich da nicht noch da geblieben bin. Weil ich da auch einfach ehrlich sei, es ist, glaube ich, besser, dass ich zu Hause bin, ich ehrlich. In den Kommentaren ist jetzt ein Gewinnspiel. Viel Pech. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Okay, aber keine Weird Champ. Yeah, true, true.